Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Fallen Order Jedi oder so. Und ja, jetzt wollen wir zurückgehen. Genau. Also zu Mantis zurück. Das heißt Aufzug nach da oben. Und dann irgendwie hier lang. Und dann da lang und dann da. Irgendwie kommen wir schon zurück. Und dann. Entschuldigung. Gut, ja. Ich muss wieder reinkommen. So, hier ist der Aufzug für ganz oben, ne? Ja, gut. Ein Geheimnis. Oh nein, ich habe ein Geheimnis nicht. Ja, das Geheimnis, das, ja. Wobei, also eine Truhe, die Truhe fände ich nicht so schlimm, aber Geheimnis ist eigentlich schon immer ganz cool, finde ich. Das gibt immer ein bisschen Geschichte her. Naja, okay. Aber wir werden sicher hier nochmal irgendwann hinkommen. Alter, der Bidi ist ja voll Gold. Wow. Bei der anderen Beleuchtung sah es so aus, als wäre der so. Ja genau, hier sieht er überhaupt nicht Gold aus. Das sieht so ein bisschen zwar schon glänzig aus, aber er sieht matt aus. Ich weiß, das ist genau das Gegenteil von Clancy. So ist er besser. Nee, also er sah nicht so. Kannst du mir helfen, BD? Sah nicht so krass aus. Ich weiß auch nicht. Gut, also. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt hier weiter. Kommen wir von hier aus runter. Und dann hinter. Oder wir nehmen einfach den Aufzug da hinten. Wir bekommen beide keine Beförderung. So. Jetzt geht's da runter. Und dann da zurück. Ja, okay. Das passt. Ich denke, der Lift führt zur unteren Ebene. Das hilft uns beim Rückweg. Richtig. Das ist ja auch nicht so, als wäre. Als hättest du den das erste Mal jetzt benutzt, ne? Gut, wir ruhen uns mal aus, weil. Ja, ob die oben wieder spawnen, ist ja nicht so schlimm. Dann, bekommt er vielleicht seine Beförderung auch noch. So.
Ja. Wenn dies nicht erstört, dass er hinter ihnen die ganze Zeit die Aufzugstüren auf und zu gehen. Wow. Okay. Ich werde es schnell zu Ende bringen. Das habe ich gebraucht. Du kannst wohl keinen Treffer einstecken. Ja. Das stimmt. Gut. Dann darüber. Wo geht da nochmal hin? Ah ja, okay. Einfach hier. Ah, cool, ich komme sogar hier hoch. Hier hin. Ich glaube, von hier komme ich gar nicht nach da oben, weil das so eine fette Rutsche ist. Ich muss da hin. Oh nein. Und wie komme ich nochmal da runter? Okay, warte. Hier. Mit dem. Aber wie komme ich da hin? Oh, Heuschluss. Ah, ich dachte, hier kann ich einfach wieder... Warte, wenn ich hier entlang gehe, ist das auch eine Rutsche? Ich weiß es nicht. Wenn ich hier entlang gehe... Dann sollte ich rein theoretisch auch noch da kommen, oder? Hoffe ich. Aber ich gehe mal hier hin. Nee, das ist diese lange Rutsche. Das ist die da. Nee, da komme ich nicht zurück. Und hier... Da ist die lange Rutsche, dann komme ich dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin. Und dann hier, dann darunter. Ja, okay, dann nehme ich den Weg. Alles gut. Ein Feind unter uns. Oh, ich bin da reingesprungen. Drei Treffer und du kriegst Probleme. Würdest du mir bitte helfen? Diese Ratten. Riesige Fauna. Unglaublich stark und zäh. Irgendwelche Schwäche? Im Bericht steht nur, dass man sie mit großer Übermacht besiegen kann. Wenn wir also mit einem nicht fertig werden, ist das nicht meine Schuld. Verstanden? Aufpassen! Ich krieg ihn nicht! Ja, der zusammen, also das zusammen zu ziehen war ein bisschen übertrieben, aber ich mag's. So, die Kiste haben wir. Aufladen brauchen wir jetzt nicht eigentlich. Ja, können wir eigentlich schon, aber... Ich bin geliefert.
Seite! Achtung! Oh. Er hat einen von uns erwischt! Ich hätte nie gedacht, dass ich als Letzter übrig bleibe. Du bist der Commander, also... Nichts als Glück! Nichts als Glück, wenn ich dein ganzes Bataillon aus ausniete. So, bin ich hier richtig? Genau, jetzt geht's hierhin, dahin. Wenn ich Glück hab, dorthin. Das war ein bisschen doof, aber... Ja, ich hätte ziehen können. Dieser Doppelsprung, ne? Der macht schon ultra viel Laune. Aber ich darf ihn nicht zu oft machen, so verkacke ich. Hey! Ja, klar. Genau. Ja, schlaf. Ja, die Kiste da oben habe ich, ne? Ja. So, geht's hier lang? Ja, hier geht's lang. Ah, stimmt, nee, ich muss ja rutschen. Na egal, da rutsche ich. Hui. Hui. Dadurch, dass ich jetzt so hoch gesprungen bin, oder also. Okay, ich darf hier nicht zweimal springen, weil sonst klatsche ich an die Birne. Das ist so ein Schmarrn. Okay, Tobi, einmal springen. Der macht mich echt. Also diese Rutschpassagen, ich werde damit echt nicht warm. Ich werde da richtig. Ich bräuchte Hilfe, BD. Kalt. Ich mag die echt nicht. Das macht überhaupt keinen Spaß. So ein Kack. Ausruhen bitte. So ein Quark. So. Welcher geht nach Hause? Der gegenüber. Okay. Oh, der Goldene. Die sind alle Gold, aber der spezielle Goldene. Kann ich hier rein? Nee, oder? Doch. Hier war ich sogar schon. Erledigst den Jedi. Du gehst runter. Er ist zu schnell für mich. Jedi verwundet. Waffeltechnik. Verfolgung aufgenommen. Schlechte Technik. Wir haben die Oberhand. Dafür kriegen wir dich.
Zeit, die Sache zu beenden. Glaubst du, dass ein Auslöschungstruppler, der gerade gestorben ist, schlechter ist als du? Ja. Stimmt bitte. Wo geht's hier lang? Ich glaube, hier geht's auch rüber, ne? Ne, hier geht's nur. Ah, okay. Hier geht's ja nur hier hin, von der anderen Seite. Gut. Dann mache ich den mal wieder platt. Versuche mal, den innerhalb von einem Strike platt zu machen. Warte, ich. Alter. Okay. Blocken? Ja, rote kann ich nicht blocken. Jetzt hör mal auf. Warte, vielleicht mit einem Lichtschwert? Jetzt hör mal auf, jetzt Nicht ich. Ich kann den nur normal blocken. Nochmal? Muss er runterfallen? Ciao. Ich kann den nur einmal normal blocken, okay. Aber man müsste das doch schaffen eigentlich. Aber okay. Sorry. Das ist der da, ne? Ja, perfekt. Das ist der. Super, einmal bitte nach Hause. Und dann geht's nach Dathomir, endlich. Also nur eine, also 20 Minuten lang nur versuchen zurückzukommen. Sorry, Leute. Wir machen heute ein bisschen länger, würde ich sagen. Ja. Damit wir hier ein bisschen Geschichte noch reinbekommen. Boing, boing, boing. Ich will unbedingt nach Dathomir. Irgendwie Dathomir macht am meisten Spaß für mich. Das erinnert er ziemlich an Clone Wars. Und ja, die fand ich schon immer sehr interessant, die Schwestern der Nacht. Die Brüder der Nacht nicht so, weil die waren ja relativ einfach. Alle waren nur böse und so. Also, das stimmt nicht. Also. Die Schwestern der Nacht haben sie oft einfach nur böse gemacht. Aber die Schwestern der Nacht waren auch so. Ja, einfach spannend. Nicht jetzt, Herr. Ich konzentriere mich. Ja, ich konzentriere mich auch. Jetzt lass mich in Ruhe. So. Gut. Wo geht's hin? Zu deinem Lieblingsort. Ich muss mich ihm stellen. Ja. Und jetzt bist du bereit dafür. Was ist mit euch und Thriller? Vielleicht werde ich nie bereit sein. Du weißt, was du tun musst, um dich zu heilen. Und das macht mich sehr stolz auf dich. Mein Weg ist anders. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Ja, so geht das, Karl. So geht das. Und nicht so pubertär wie davon. Entschuldigung. Willst du noch was sagen? So zu Dathomir? Mal klein. Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Ihhh.
Okay, ich lass das. Igitt. Was mit den anderen ist. Also, das war ja auch ein Jedi, aber so mit seinen mit seinen geritzten Tattoo. Alles wird gut, alles wird gut. Gibt's Wetten darauf, welche furchtbaren Dinge diesmal passieren werden? Noch mehr Tote? Riesenspinnen? Killerpflanzen? Alles davon. Sag das nicht. Vielleicht findet uns auch die Haxion-Brot und drückt an. Seid ihr zwei immer noch sauer auf mich? Den guten alten Grease? Sauer würde ich dazu nicht sagen. Hey, ihr müsst zugeben, ich habe für Aufregung gesorgt. Wie viele schaffen es schon auf die Fahndungsliste der Haxion-Brot? Wenn sie kein so guter Pilot wären, würde ich sie selbst ausliefern. Streng dich weiter an, Greasy. Greasy. Du scheinst weniger Angst zu haben. Weil ich für einen winzigen Augenblick vergessen hatte, wo ich bin. Vielen Dank, dass du mich wieder daran erinnert hast, Kerl. Sehr gerne. Wie geht's dir? Ich meine, wieder hier zu sein und so. Ich glaube, ich schaff das. Kerl, du schaffst das schon. Hey, ich weiß es. Danke, Mann. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Was? Warum sollte ich das tun? Nein, nein. Ich werde da bestimmt nicht rausgehen. Also, was willst du, Kerl? Gar nichts. War Spaß. Toll, es freut mich, dass dich meine Angst vor Zombie-Hexen, die mir einen schmerzhaften Tod bereiten wollen, belustigt. Und jetzt beeil dich, damit wir schnell von hier wegkommen. Gib einfach Bescheid, wenn es losgehen soll. Okay. Du noch? Nee, nicht mehr. Gut. Weil der... Also mit seinen Spike-Tattoos. Mit seinen Ritzi-Tattoos war der nicht sehr... vertrauenswürdig, sag ich mal. Gut, hier sind, ist jetzt alles voller Zombies. Wo muss ich hin? Da ganz hinten hin. Da unten geht's auch nochmal rein. Alter, da geht's ja. Da geht's ja überall noch rein. Aber da steht. Achso, hier, das da habe ich alles erkundet und nicht hier unten nicht. Ne. Okay. Dann würde ich sagen, erkunden wir hier alles mal. Und dann. Wie ging es da nochmal runter? Das war, glaube ich, das Dorf, ne? Ebene 5. Genau, 65% erkundet. Gut. Das dann mal anmachen können. Ich brauche wirklich einen Sim-Kumpel. Naja, wirklich würde ich. Warte mal. Ist da unten jetzt. Fighten die gerade? Nee, da, der Fette ist da nicht mehr da. Ah, komisch, dass die Zombies immer noch da sind. Und komisch, dass die Zombies ihre Arme verlieren, wenn wir die durchschneiden und alle anderen nicht. Das ist schon mal. Was war das? Wieso hast du Beep Beep gemacht? Wieso hat er Beep Beep gemacht?
einfach. Von hier kommen wir, glaube ich, nach drüben. Ja, hier war das. So. Wollte er mich warnen? Das könnte so durchaus sein. Gut. Weiter, 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 weiter. Hä? Wo sind die jetzt hin? Hä? Die waren doch gerade hier. Bin ich bescheuert? Hat er Halos? Ich bin sehr, sehr verwirrt. Oh, hier sind sie. Nein, nicht schon wieder runter. Nicht runterfallen. Hilfe! So. Jetzt die Brüder dann. Nee, die sind auch weg. Ist hier jetzt alles nur noch voller Schwestern der Nacht? Beziehungsweise die toten Schwestern der Nacht. Ich ruhe mich mal aus. Ich habe einen neuen Fähigkeitspunkt auch. Mit 2 Punkten. Ich mach mal das maximale Leben. Kann man immer gebrauchen. Und jetzt ausruhen. Das ist praktisch, dass hier nicht mehr die nervigen Jungs sind. So. Ich muss da hin, ne? Da geht's auch noch lang. Ich glaube, wir müssen gegen den Wanderer kämpfen. Ja. Auch cool, dass er hier jetzt nicht mehr diese nervigen sind. Schon wieder Kopfgeldjäger. Oh, die sind easy. Auf geht's! Pass auf, wohin er geht! Gute Konzentration! Ah! Ich spüre gar nichts! Noch das mal! Anti besiegt. Sollst du mir bitte helfen? Ich brauche Hilfe. Das war leicht. Gut. Ah, warte. Hier drüben, ne? Genau. Hier drüben war ein Weg. Den will ich auf jeden Fall gehen. Also nicht, wenn er. Au! Oh. Ja, stimmt, Alter. Der macht ja 3 hintereinander. Nochmal bitte?
Das war nicht jemand. Warte, nochmal die drei. Ah, oh, nicht rot. Ah, scheiße. Ja, das ist schwer. Nochmal drei. Oh Mann, wieso machst du dann deinen Rot, ne? Ach, das ist ein Alpha. Ja, okay, Alpha kann ich nicht. Nochmal. Okay. Aber ein Alpha kann ich ja auch nicht. Ich glaube, die normalen kann ich so one-shotten. Den konnte ich gerade nicht ablocken. Also nicht wegschicken. Oh, jetzt rein. Hilf mir, BD! Oh. Okay. Ja. Einfach mal auf die Namen schauen, Tobi, ne? Wenn die Namen haben, dann kannst du sie nicht one-shotten. So, da drüben gibt's eine Truhe. Aber wie komm ich. Nein, ich will nicht. Okay, da gibt's auch eine Truhe. Hey, BD, hier drin. So. Was ist das, BD? Ein Bruder der Nacht. Bevor sich erholt. Noch ein. Stärke nicht überwinden. Lass nicht zu, dass er uns ausweicht. Los. Mach deinen Zug. Erledigt den Eindringling. Das war viel zu spät. Wieso hat er nicht. Ich habe zweimal F gedrückt. Also ich habe F gespawnt hier. Naja. Gut, dann jetzt Speedrun. So, das hat die nie. Dann, ich glaube, die zwei Bounty Hunters kommen jetzt nicht nochmal. Nochmal gut. So.
Wieso konnte ich da nicht zweimal springen? Na, egal. Seine Verteidigung! Hierher, BD! Heil mich! So. Helft mir, Brüder! Sterben, Jedi! Eine Niederlage ist sicher! Puh. Gut, also hier geht's. Genau, es geht nun dann. Und jetzt links, also das andere links. Ach, und jetzt sind wir. Ah, jetzt sind wir hier. Warte mal, ich gehe mal schauen, ob hier noch irgendein Geheimnis ist, aber ich glaube nicht. Wäre natürlich cool, aber das sah hier nicht so aus. Okay. Dann klettern wir mal wieder hoch. Oh, hallo. Da hat sich ja sehr gelohnt hier. Dann haben wir jetzt 8 insgesamt, ne? Willst du noch einen Stim? Und bitteschön. Wunderbar. So. Das war's jetzt. Und jetzt? Bam. Würde ich sagen, schauen wir dann die nächste Folge. Was es für ein... Ja, wie die Geschichte weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.